Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dr. Bergmann, also zu Ihrem Antrag kann ich Ihnen vorneweg sagen, ich meine, ich freue mich auf die Debatte, die werden wir auch haben, ist ja heute zur Überweisung, aber ist natürlich in der Form für uns nicht zustimmungsfähig. Vor allen Dingen das, was ich mal vorneweg bemängeln möchte, ist natürlich, dass er so dermaßen einseitig ist, also wenn man noch nicht mal in der Lage ist, zu erkennen, dass in diesem Freihandelsabkommen, was geplant ist zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, auch Risiken sind. Es sind halt Chancen da, unbestreitbar. Das bestreiten auch wir als Grüne nicht. Aber es sind natürlich auch erhebliche Risiken noch am Horizont. Und unter dem Fokus sollten wir das diskutieren. Wo ist die Chance? Wo ist das Risiko? Und ohne Schaum vorm Mund, dann sind wir ja dabei. Aber so einen Antrag hier vorzulegen in Ihrem Duktus und auch in Ihrer Rede völlig einseitig ist und das ganze Risikopotenzial einfach mal ausblendet, so geht es natürlich nicht. War noch ein bisschen widersprüchlich, so nach dem Motto, ja, weiß ja noch keiner so richtig, was da verhandelt wird, schreiben aber in Ihrem Antrag, wenn ich mal zitieren darf, der Landtag ist davon überzeugt, dass deutsche Sicherheitsstandards durch TTIP nicht abgesenkt werden. So, wo ich mich dann frage, ja, was denn jetzt? Also, woher wissen Sie das denn jetzt? Also, da waren Sie auch nicht stringent in Ihrer Argumentation. Wir haben auch kein Problem damit, was Sie als Beispiel gebracht haben, das ist ja auch im Antrag so, das Auto den Sicherheitsnormen der Europäischen Union entspricht, hier zugelassen ist, muss in den USA weiteren Zulassungsverfahren unterzogen werden, obwohl der Sicherheitsstandard beider Seiten des Atlantiks, glaube ich, sehr ähnlich ist, sind wir sehr bei Ihnen. Natürlich, das ist ja auch überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem beginnt ja dann bei den anderen Standards, nämlich den Standards, die über Jahrzehnte erkämpft worden sind. Das ist im Lebensmittelbereich so, das ist beim Verbraucherschutz so, das ist bei der Datenschutzsicherheit so und das ist natürlich bei der Kultur auch so. Da sind unsere Probleme. Wenn es nur um solche Geschichten gehen würde, um die Blinker, um Ladekabel und um technische und Zulassungsvereinfachungen, hätten wir ja gar nicht so das Problem. So, aber das Problem, was wir sehen, haben wir an einer anderen Stelle. Und Sie haben ja auch gesagt, es ist überhaupt alles falsch, pauschale Vorwürfe, dass Standards abgesenkt werden. Ich sage Ihnen aber auch, es ist völlig unklar derzeit, wie bei TTIP das europäische Vorsorgeprinzip mit US-amerikanischen Zulassungsvorschriften in Einklang gebracht werden soll. Wir halten das halt für wichtig, dass das europäische Vorsorgeprinzip eins zu eins so bestehen bleibt. Und wie das angeglichen werden soll, ist doch sehr schleierhaft aus unserer Sicht. Sie haben gesagt in Ihrem Antrag, der europäische Binnenmarkt hat Nordrhein-Westfalen besonders genutzt und muss jetzt auf den transatlantischen Raum ausgeweitet werden. Der erste Teil des Satzes ist völlig richtig. Der europäische Binnenmarkt hat Nordrhein-Westfalen besonders genutzt, unterschreibe ich. Den zweiten muss jetzt auf den transatlantischen Raum ausgeweitet werden, würde ich unterschreiben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Was nämlich fehlt bei Ihnen noch im Antrag ist, ja, der europäische Binnenmarkt funktioniert deswegen, weil er demokratisch legitimiert kontrolliert wird. Wir haben halt Gesetzgebungsverfahren auch im Europäischen Parlament, die Regeln und Gesetze dafür aufstellen. Wenn man von einem transatlantischen Binnenmarkt von USA und Europäischer Union spricht und träumt, dann brauchen wir das auch. Da braucht es halt demokratische Kontrolle und demokratische Gesetzgebung. Und wo soll das sein? Wo ist das angesiedelt? Nur so funktioniert das Binnenmarktprinzip. Und das fehlt bei Ihnen jetzt einfach. Letzter Punkt in aller Kürze, auch noch aus Ihrem Antrag. Also Sie haben ja gesagt, zu den Investitionsschutzklauseln, der Landtag begrüßt, dass im Rahmen der Verhandlungen neue Standards für internationale Investitionsschutzklauseln gesetzt werden sollen. Das sehen wir nun wirklich ganz anders. Ich habe das schon mehrfach hier im Plenum auch vorgetragen. Unserer Meinung nach haben wir starke Rechtsprechungssysteme beider Seiten des Atlantiks. Es bedarf keiner zusätzlichen Schiedsgerichtsbarkeit und einer privaten Gerichtsbarkeit. Wenn jemand ein Problem hat, dann soll er halt vors öffentliche Gericht gehen. Schon gar nicht zwischen G7-Staaten, glaube ich, ist das schlichtweg überflüssig. Hatte auch Herr Lindner die Position der Sozialdemokraten in Berlin parteitagsmäßig so beschlossen, dass das eine der Kernforderungen ist, dass wenn Schiedsgerichte wie bei CETA, egal wie sie modifiziert sind, enthalten sind, das so nicht zustimmungsfähig ist. Das gilt für uns an der Stelle genauso. Und als allerletztes, ich habe nur noch eine Minute, auch gerade an Sie, Herr Dr. Bergmann. Also es ist gut, dass wir über TTIP reden, dass wir von Anfang an darüber geredet haben, auch in diesem Landtag, nämlich als wir zu Beginn der Verhandlungen, als das Mandat,
was ja nicht nur durch die Staats- und Regierungschefs beschlossen wurde, sondern auch durchs Europäische Parlament gegangen ist mit Beschluss. Als das passiert ist, haben wir ja hier im Landtag auch diskutiert, dass zum Beispiel im Bereich der Kultur haben wir uns stark gemacht, dass der audiovisuelle Medienbereich ja ausgeklammert wird. Und das hat den Effekt gehabt, dass es ja am Ende auch gar nicht ins Verhandlungsmandat gekommen ist. Und das war gut und richtig, dass man sich schon direkt am Anfang damit beschäftigt hat und geredet hat. Und es ist richtig, dass viele Menschen heute über TTIP reden. Und der Effekt, diese ganze Debatte zu den Schiedsgerichten, die hätten wir doch gar nicht, wenn wir nicht drüber sprechen würden. Das hat doch viel bewegt. Die Europäische Kommission hat auch die Verhandlungen dazu ausgesetzt. Es gibt jetzt verschiedene Vorschläge, neue Vorschläge auch von Frau Malmström, wie man mit Schiedsgerichtsbarkeit umgeht. Insofern ist das extrem sinnvoll und nichts zu beschimpfen ist. Und alles Weitere werden wir dann sehen in der Debatte in den Ausschüssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.